Hi Leute, ich bin's, Marc von Jump Comic Books. Diese Woche habe ich eine Menge für euch gelesen. Ich habe Briar Band Nummer 1, die 5 Reiche, Band Nummer 11, Batman Under the Red Hood als Deluxe Edition und Deadly Class Band Nummer 4 als Deluxe Edition oder umgesetzt den 12. Band von Crosscult gelesen. Und das Ganze stelle ich euch direkt nach dem Intro vor. Als erstes stelle ich euch Briar, die Legende von Dornröschen, Band Nummer 1 mit dem Titel Nie wieder schlafen vor. Das Ganze ist beim Splitter Verlag als Hardcover Book erschienen, kostet 22 Euro, hat 128 Seiten und ist von Christopher Cardwell geschrieben und hat mit Dornröschen eigentlich nur den Anfang gemeint. Das heißt, das Ganze fängt an wie die Geschichte von Dornröschen, darum handelt es sich ja. Und Dornröschen verfällt wie üblich in den Schlaf. Es kommt ein Prinz daher und eigentlich wird er sie ja jetzt aufwecken und gemeinsam werden die glücklich bis an ihr Lebensende. Das passiert hier aber nicht. Der überlegt sich einfach, Dornröschen weiter zu schlafen zu lassen. Aber heiraten könnte er sie natürlich trotzdem. So wird er König des Reichs und hat keine Frau, die ihm irgendwie dazwischenreden kann. Und genau das macht er. Der lässt Dornröschen einfach pennen, wird Herrscher des Reiches und führt viele Kriege und sorgt dann irgendwann dafür, dass das Reich komplett untergeht und das ehemals schöne Königreich so runtergewirtschaftet und so am Arsch ist, dass davon nicht mehr viel übrig ist. Dornröschen wird dann irgendwann Jahrzehnte später von irgendjemand anders erweckt. Wer das ist, lässt sich hier in diesem ersten Band noch nicht wirklich entnehmen und wird dann völlig dehydriert, ausgemergelt wach und muss erstmal feststellen, wo ist sie, was ist geschehen. Und was ist aus der ehemals schön heilen Welt geworden? Die ist nicht mehr. Sie wird wach und wird mit einer harten, wilden Realität konfrontiert. Muss sich direkt am Anfang gegen so eine riesige Ratte irgendwie wehren mit einem Schwert, was sie zum Glück bei einer Wache findet. Und damit startet es dann auch los. Sie ist dann quasi ihre eigene Sprecherin. Und da gibt es dann so einen Dialog, als sie halt anfängt, diese Ratte abzuschlachten. Erkennt sie halt, in was für eine Realität sie lebt. Und das gibt sie als Sprecherin wieder. Und da gibt es dann so einen Text, der heißt, diese Gegenwart ist kalt. Nichts ist geblieben, außer Essen, Töten, Scheißen und Sterben. Und das, was hier in Kurzform als Text bei diesen super genialen Bildern wiedergegeben ist, ich blende euch das hier ein, das zieht sich auch in dem Band einfach durch. Das heißt, Dornröschen, die ehemalige Prinzessin, muss dann einfach mit dem normalen, echt mittlerweile runtergekommenen Volk sprechen, die natürlich einen viel raueren Ton haben. Und sie kommt dann irgendwann in so eine Kneipe rein, möchte halt erzählen, dass sie die Prinzessin von früher ist und da kommen dann plötzlich Sklavenhändler rein, die sie dann natürlich direkt verschleppen wollen. Zum Glück bekommt sie da Hilfe von einer Elfin namens die Spinne, was allerdings nicht wirklich viel hilft. Die werden dann beide verschleppt, freunden sich aber bei ihrer Gefangenschaft an und schaffen es dann auch irgendwann dieser Gefangenschaft zu entfliehen. Und Dornröschen versucht dann irgendwie hinter das Geheimnis zu kommen, warum sie in diesen Schlaf verfallen ist, wer dafür verantwortlich ist, warum sie nicht aufgeweckt wurde. All diese Fragen, die sie hat, möchte sie gerne geklärt haben und versucht das dann über die Feen, mit denen sie damals zu tun hatte, wieder herauszufinden. Und bei ihrer Reise zu den Feen begleitet die Spinne sie halt. Also diese Elfin. Gleichzeitig wird natürlich auf Dornröschen auch noch Jagd gemacht, nämlich der Drahtzieher im Hintergrund, der schickt so eine Art Hexer hinter ihr her, der Jagd auf sie macht, der sie quasi immer herausfinden kann, wo sie sich befindet und folgt ihr halt wie so ein unaufhaltsamer Terminator, der alles abschlachtet, was ihm unter Schwert kommt. Und das Ding lebt wirklich von dem, sowohl vom zeichnerischen Witz, weil da gibt es echt wirklich skurrile Zeichnungen und vor allen Dingen von den Dialogen. Die machen so viel Spaß. Da gibt es dann so eine Erinnerungsszene, wo sich Dornröschen an Zwerge erinnert, weil sie die so als niedlich und süß in Erinnerung hat. Und dann macht sie sich auf den Weg zu den Zwergen und kommt dann plötzlich an so eine Truppe, die so ein Maul am Kopf haben und solche Sprüche und Wörter raushauen, dass ihr fast die Luft stecken bleibt. Also wirklich großartig, was da an Dialogen rausgehauen wird, an Dialog und Wortwitz entsteht und auch durch die Bilder immer wieder das Ganze so ein bisschen aufgelockert wird, weil das Artwork einfach wunderbar dazu passt. Hat mir also richtig gut gefallen. Also die eigentliche Geschichte hier drin hat am Ende überhaupt nichts mehr mit Dornröschen zu tun. Das ist eigentlich nur die Einleitung, die das gemeint hat. Hätte man auch eine beliebige andere Figur nehmen können. Hier ist es jetzt Dornröschen, was der Geschichte an sich nichts Schlechtes tut. Mir hat das Ding echt Spaß gemacht. Mich hat das super unterhalten. Und ich würde sagen, wir schauen mal kurz zusammen ins Artwork, bevor ich hier eine abschließende Wertung zu abgebe.
Ja, gezeichnet ist der Band von German Garcia und koloriert von Mathieu Lopez. Das hat mich vom Artwork her ein klein wenig an Coda erinnert. Wir haben hier zwar nicht ganz so eine so einen surrealen Zeichenstil, aber die Welt ist ähnlich gezeichnet. Das heißt, wir haben hier so eine Fantasy-Welt, eine ehemalige, die irgendwann mal schön und bunt war und jetzt natürlich auch noch bunt ist, aber brutal und runtergekommen. Und dazu natürlich diese krassen Dialoge, die ganz im Gegensatz zu dem normalen Setting stehen. Und das hat mir hier richtig gut gefallen, mich unterhalten und Spaß gemacht. Und schaut euch das Artwork an. Ich kann das Ding vom Artwork und von der Story wirklich nur empfehlen. Artwork habt ihr jetzt gerade gesehen. Mir gefällt das echt gut. Das ist locker erzählt, schön geschrieben. Den Zeichenstil finde ich gut. Der hat so ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal. Ist was nicht so typisch ist und wirkte für mich sehr modern. Wie gesagt, aufgrund der Dialoge hat das Ding echt Spaß gemacht, mich unterhalten, und ich bin gespannt, wie es mit Priya weitergeht. Deshalb bekommt der Band von mir aktuell 7,5 von 10 möglichen Punkten, also was, wo ihr unbedingt mal reinlesen solltet. Dann habe ich die 5 Reiche Band Nummer 11 wirklich zu Fallen gelesen, so der Titel des Bandes. Kostet 17 Euro, hat 56 Seiten, ist beim Splitter Verlag als Hardcover-Album erschienen, vom gleichen Team wie die vorherigen Bände gezeichnet und geschrieben. Und hier geht es von der Geschichte her diesmal ordentlich voran. Kiona hat einen Brief an Alyssa geschrieben, die neue Königin des Tigerreiches, und mit ihr Kontakt aufgenommen. Ihre Mutter bekommt das spitz und ist natürlich deshalb extrem angepisst, weil die bisher jeglichen Kontakt mit den Tigerreich vermieden haben, einfach aufgrund der vergangenen Geschehnisse. Ob sich die Mutter dazu auflockern lässt, dann vielleicht doch den Kontakt zu suchen und geschäftliche Beziehungen mit der neuen Herrscherin des Tigerreichs einzugehen, werdet ihr im Laufe des Bandes hier erfahren. Dann gibt es noch Otsu, die natürlich mit dem Verlust ihres Freundes klarkommen muss. Der wurde ja durch Pfeile durchsiebt im Dschungel und sie muss jetzt natürlich schauen, dass sie selbst aus dem Dschungel wegkommt. Steht allerdings vor der moralischen Frage, ob sie den Leichnam ihres Freundes zurücklässt oder ob sie ihn mitnimmt nach Hause. Und muss sich halt mit diesem Problem rumschlagen. Gleichzeitig wird endlich der Sistrum-Clan so ein bisschen mehr ins Spiel gebracht, nämlich was der für eine Verbindung zu der Kämpferin hatte, die wir die ganze Zeit in der Geschichte schon miterlebt haben. Zuletzt hatte sie einen Kampf gemacht, den sie auch gewonnen hatte, hat dabei ein bisschen Geld verdient, allerdings reicht das nicht, um die Krankheit ihres Sohnes zu behandeln. Also fängt sie an, getürkte Kämpfe durchzuführen, wo sie verliert und versucht, so ein bisschen mehr Geld zu schaffen. Funktioniert allerdings auch nicht und sie fasst dann folgenden schweren Entschluss, die fängt nämlich an und beklaut den Sistrum-Clan, um das Geld für ihren Sohn zusammenzubekommen. Und das führt natürlich dann zu einer Konfrontation mit dem Sistrum-Clan und was die dann von ihr möchten, hat natürlich wieder extrem große Auswirkungen, Impact auf die Story und auf die Geschehnisse hier drin. Deshalb werde ich da auch nicht weiter drauf eingehen, was da vorgefallen ist. Hat mich auf jeden Fall überrascht und am Ende wieder mit dem Kinn, was mir nach unten hing, einfach dastehen lassen, weil ich gedacht habe, das können die doch jetzt wieder nicht einbauen. Und genau diesen What-the-fuck-Moment haben die hier wieder eingebaut, wie sie es immer machen. Und das hat mir wieder sehr, sehr gut gefallen, mich richtig gut unterhalten. Der Polizist oder Kommissar, der geht natürlich auch weiter seinen Ermittlungen nach, nachdem sein Zeuge vom Sistrum-Clan umgebracht wurde unter seiner Obhut, fühlt sich halt selbst verantwortlich und versucht natürlich da auch immer noch irgendwie herauszufinden, wer eigentlich dahinter steckt. Das Ganze geht richtig schön weiter. Am Ende gibt es dann nochmal einen richtig fetten Teaser, was hier, wie es im nächsten Band weitergeht, wo ich auch wieder gedacht habe, ach, so können die doch nicht den Band beenden. Jetzt muss ich wieder warten, bis das mit der Geschichte weitergeht. Es ist einfach so unterhaltsam und so viele tolle Ideen, die hier reingebaut werden. Das Ding ist, findet überhaupt kein Ende. Also es ist wirklich großartig. Die Story bleibt weiterhin auf einem extrem hohen Niveau. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Bevor ich aber auch hier eine Wertung abgib, schauen wir einmal kurz ins Artwork. Ja, das Artwork von Zeichner Jérôme Leroux-Collet und Kolorist Dimitris Martinos hat mir hier wieder sehr gut gefallen. Wir haben wunderbar gezeichnete anthropomorphe Wesen, die einen ganz, ganz schnell vergessen lassen, dass man sich da in der Tierwelt befindet und einfach nur die fiesen Abgründe dahinter sieht. Und genau das ist es, wovon die Story und der Band lebt. Und das macht einfach so viel Spaß, ist so toll und detailliert gezeichnet. Absolute Empfehlung, sowohl vom Artwork als auch von der Story.
Artwork habt ihr jetzt gerade gesehen, wie immer großartig, toll erzählt, starke Geschichte, bekommt von mir deshalb auch diesmal wieder 8,5 von 10 möglichen Punkten, also unbedingt weiter dranbleiben. Dann habe ich Batman Under the Red Hood The Deluxe Edition gelesen. Das ist ein englischer Band als Deluxe Band, der bei DC erschienen ist, habe ich über Amazon gekauft, Link packe ich euch unten rein, falls euch das interessiert. Der Band umfasst fette 544 Seiten und hat die komplette Storyline hier drin, wie Batman auf Red Hood getroffen ist, wie Jason Todd, der ja der Red Hood ist, Spoiler, zu Red Hood geworden ist, wie er erwacht ist, was er im Laufe der Zeit erlebt hat. Hier ist es so, es wird also gezeigt, wie Red Hood oder Jason Todd erwacht ist, aus seiner Perspektive, was alles vorgefallen ist. Man bekommt halt mit, dass er am Anfang geistig gar nicht so klar war. Da kommt dann auch Talia al Ghul ins Spiel, die ihn dann später auch in eine Lazarusgrube steckt, wodurch er auch wieder seinen geistigen Zustand erreichte, den er ursprünglich mal hatte. Das Ganze zieht sich über mehrere Jahre und er fasst dann irgendwann den Entschluss, nach Gotham zurückzukehren. Und Batman quasi anzusprechen, muss dann allerdings feststellen, dass Batman schon wieder einen neuen Robin an seiner Seite hat, ist davon dann so enttäuscht, dass er dann den Entschluss fasst, okay, er will nichts mehr mit Batman zu tun haben, er macht sein eigenes Ding wie zum Red Hood und attackiert so die Unterwelt, beziehungsweise nimmt die unter seine eigenen Fittiche und möchte quasi der Unterweltboss, der neue von Gotham werden und versucht da den Ton anzugeben, um das Ganze so ein bisschen in geregelten Bahnen laufen zu lassen und macht da natürlich auch vom Mord nicht halt, wo Batman natürlich ein Problem mit hat und deshalb auch an den Red Hood gerät und der erkennt dann auch relativ schnell, als die miteinander Kontakt haben, dass der Typ aus irgendwelchen Gründen immer erahnen kann, was Batmans nächster Schritt ist. So als wenn er den schon kennt. Außerdem kommt in der Kampfstil vom Red Hood bekannt vor. Und selbst Batman kommt dann irgendwann der Verdacht auf, dass es sich dabei um Jason Todd handeln könnte und fängt an, Nachforschung anzustellen, ob der Sarg noch befüllt ist und so weiter und so fort. Und diese zwei Erzählweisen werden dann hier in diesem Band zusammengeführt. Das sieht man aus diesen verschiedenen Sichten. Und das ergibt dann ein echt komplexes Gesamtbild, was einfach der Figur des Red Hood eine enorme Tiefe gibt. Das hat mir richtig gut gefallen. Es ist also alles von der Emotionalität her komplett nachvollziehbar, was die Figur durchgemacht hat. Auf der anderen Seite, er stellt sich natürlich auch immer die Frage, warum hat Batman mich nicht gerecht, nachdem der Joker mich getötet hat? Und Batman, liefert dann natürlich auch irgendwann die Erklärung, die wir auch aus seiner Sicht sehen. Und das Ganze auch nachvollziehbar machen, warum er so gehandelt hat. Und das gibt beiden Figuren so eine echt emotionale Tiefe, die mir hier bei der Charakterbildung, gerade bei der Charakterbildung von Red Hood, extrem gut gefallen hat. Red Hood finde ich sowieso eines der stärksten Figuren im DC-Bereich, finde ich extrem gut. Gerade, dass der keine Gefangenen macht und so aggressiv und knallhart gegen Verbrecher vorgeht, ist für mich halt der Punisher des DC-Universums. Und das hat mir super gut gefallen. Ganz, ganz starke Storyline und echt eine schöne Aufmachung hier in diesem großen Format. Es hat einfach Spaß gemacht, das Artwork zu betrachten. Bevor ich jetzt aber eine Wertung zu dem Band abgebe, würde ich sagen, schauen wir mal kurz zusammen ins Artwork rein. Ja, Zeichner haben wir hier echt viele dran, da die Reihe natürlich über einen gewissen Zeitraum entstanden ist und hier verschiedene zeitliche Sachen einfach zusammengefasst sind, in diesem Gesamtwerk dargestellt sind. Deshalb unterscheidet sich der Stil so ein bisschen. Aber das hat mich beim Lesen überhaupt nicht gestört. Im Gegenteil, mich hat das super unterhalten. Ich fand es extrem gelungen. Das Artwork hat mir hier immer sehr gut gefallen. Es gab keine Storyline oder Story da drin, die sowohl vom Artwork oder von der Geschichte nicht gepasst hat. Im Gegenteil, ganz, ganz starkes Artwork. Schaut euch das bitte an. Mir hat es super gefallen. Ich fand es extrem unterhaltsam und es hat mir die Charaktere einfach viel, viel näher gebracht. Artwork habt ihr jetzt gerade gesehen, absolut großartig, auch wenn es von mehreren Zeichnern hier ist, gefällt mir das richtig gut, ist sehr, sehr hochwertig gezeichnet und unterstützt hier wirklich die extrem starke Storyline, die wir haben. Hat mir also richtig gut gefallen, eines der stärksten Batman-Geschichten, die wir hier vorliegen haben. Deshalb bekommt der Band von mir auch insgesamt in der Aufmachung, so wie er hier ist, 9,5 von 10 möglichen Punkten. Dann habe ich Deadly Class Deluxe Edition Band Nummer 4 gelesen. Der ist bei Image Comics erschienen für 49 US-Dollar. Ich weiß gar nicht, wie viele Seiten der hier hat. Ich glaube, das sind so knapp 500 Seiten oder sowas.
Sind auf jeden Fall mehr Inhalt drin als in den drei Paperbacks, in den drei letzten vom Crosskite. Ich habe jetzt hier den letzten Teil gelesen, das, was im Deutschen der 12. Ausgabe vom Crosskite Verlag entspricht, die dort im Softcover-Paperback-Format erschienen sind. Bin allerdings auf das Format gewechselt, weil es einfach von der Haptik und von der Optik in dem großen Format als Hardcover viel, viel besser zur Geltung kommt. Gerade die Zeichnungen von Wes Greig sind wirklich großartig und machen extrem viel Spaß, in diesem großen Format zu betrachten. Und ja, mit der Story geht es natürlich echt stark weiter. Nachdem wir in dem zuletzt erfahren hatten, in dem Band, dass Markus und Maria ja gealtert sind, die haben Kinder und hatten sich dann zuletzt auch mit ihren ehemaligen Freunden aus der Schule von früher getroffen und haben nochmal über alte Zeiten geplaudert und so weiter. Und da geht es jetzt eigentlich auch weiter. Nämlich kommt plötzlich zu Todesfällen in deren Freundeskreis, wo irgendwelche Killer auf die angehetzt werden und die Leute nach und nach aus dem Spiel genommen werden. Und Saya, die Markus zum Überwachen lässt, bekommt halt die Information, dass demnächst wohl ein Attentatsversuch auf Markus und Maria ausgeübt werden soll und auch ihre Kinder natürlich da in Gefahr sind. Und hat die Möglichkeit, Markus und Maria zu warnen. Und ob sie das macht oder nicht, werde ich euch jetzt nicht spoilern. Auf jeden Fall wird sie vor diese Frage gestellt und hat ihre ganz eigene Art, damit umzugehen. Und was dann plötzlich auch passiert, hat mich total umgehauen und wieder total überrascht. Das hat Rick Remender einfach drauf. Der baut hier immer wieder Elemente ein, überraschende Elemente, mit denen man überhaupt nicht gerechnet hat. Und ja, dann kommt man irgendwann an so einen Punkt, wo weitere Personen sterben und wir dann auch irgendwann die Information bekommen, wer eigentlich dahinter steckt. Und eigentlich habe ich gedacht, das Ding geht in so eine echt üble Richtung. Und dann hat das nochmal so einen Wendepunkt und es gibt so einen Turnaround, der das Ding dann nochmal in eine andere Richtung dreht und mich wieder richtig überrascht hat und mich mit einem echt tollen, versöhnlichen Ende irgendwie auch zurückgelassen hat. In welche Richtung das ausgegangen ist, verrate ich euch allerdings nicht. Es hat mir super gefallen. Also ich kann euch die Reihe Deadly Class wirklich nur wärmstens empfehlen, ganz egal, ob ihr die auf Deutsch lest, auf Englisch lest. Das ist total egal, nur lest die, weil das ist so eine starke Reihe. Die ist so gut geschrieben von Rick Remender. Das ist eines der stärksten Sachen, die ich so lange Zeit gelesen habe. Und gerade in diesem großen Format hat es mir jetzt wirklich richtig gut gefallen. Ich würde sagen, bevor ich eine abschließende Wertung dieses Bandes und den Abschluss der Reihe gebe, würde ich sagen, schauen wir mal kurz ins Artwork. Ja, Zeichner Wes Craig und Kolorist Lee Lusridge konnten sich in der Reihe und hier auch natürlich bei dem Abschlussband natürlich entsprechend austoben und haben wieder ihr Artwork zum Besten gegeben. Und ich finde den Stil absolut, hat ein absolutes Alleinstellungsmerkmal, einen ganz, ganz hohen Wiedererkennungswert. Und was der Künstler hier durch die Bilder erzählt und wie der Panelaufbau gestaltet ist, ist absolut großartig, hat mich immer wieder perfekt unterhalten, so viel Spaß gemacht, das ist eine ganz fette Empfehlung vom Artwork. Artwork habt ihr gerade gesehen, absolut gigantisch, gerade in dem großen Format liebe ich das. Mit eines der stärksten Reihen, die ich aktuell gelesen habe seit langer Zeit. Deshalb bekommt der Band und die komplette Reihe von mir auch 10 von 10 möglichen Punkten. Also alle, die das bisher noch nicht gelesen haben, verdammt nochmal, holt das nach. Es ist was man zwingend gelesen haben muss. Das war's auch schon wieder. Wir sind durch. Wenn euch das Ganze gefallen hat, freue ich mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben. Solltet ihr mich noch nicht abonniert haben, gerne ein Abo dalassen. Ihr bekommt automatisch Bescheid, wenn ein neues Video von mir an den Start geht. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer schickes Wochenende. Viel Spaß beim Lesen. Wir sehen und hören uns. Bis dahin. Ciao.